Bei Siemens Österreich arbeitet man bereits mit künstlicher Intelligenz. Im Digitallabor des Unternehmens in Wien steht eine Anwendung von KI zu Demonstrationszwecken für Kunden. Der Roboter soll falsch angeordnete Teile erkennen und nur die richtigen auswählen. Was einfach klingt, benötigt aber viele Schritte, bis es funktioniert. Also bei einem KI-Projekt betrachten wir in der Regel ja 4 Schritte in einem Prozess. Also beim ersten Schritt werden einmal die Daten gesammelt von einer Produktion, von einer Maschine. Das kann zum Beispiel ein Kamerabild sein oder Daten aus der Maschine. Beim zweiten Schritt erfolgt die Analyse der Daten durch einen Experten. Der dritte Schritt ist das Lernen der KI. Das heißt, die KI wird trainiert anhand der Trainingsdaten und Beispiele, die es gesehen hat. Und der vierte Schritt ist dann das Modell, die KI wiederum zurück in die Produktion zu spielen, um mit den Maschinen verknüpfen und quasi die Steuerung zu optimieren. Um KI zu nutzen und weiterzuentwickeln, müssen bisher getrennt arbeitende Disziplinen nun an einem Strang ziehen. Experten, die wirklich die Anlage programmieren, die Anlage instand setzen, instand halten. Diese Experten müssen wir jetzt mit den Experten der Informatik, der IT zusammenbringen, um hier auch dann im Endeffekt diesen Mehrwert zu heben. Ja. Das ist nicht immer ganz reibungslos, diese Experten zusammenzubringen, ist aber gerade der Schritt, den wir hier in der Digitalisierung in der Industrie machen müssen. Um weiter Forschung und Entwicklung betreiben zu können, ist den Unternehmen eines besonders wichtig. Die Wünsche an die Politik sind definitiv, dass wir eine klare Regelung brauchen, bestmöglich EU-weit, was man jetzt machen darf mit künstlicher Intelligenz und was nicht. Sie müssen sich vorstellen, die meisten unserer Kunden, die Kunden von Siemens, exportieren weltweit in die EU, vor allem auch Maschinen und Anlagen. Und wenn die jetzt hier natürlich KI-Applikationen in diese Maschinen und in diese Anlage integrieren, dann brauchen sie einheitliche Regeln, unter welchen Bedingungen jetzt diese Anlage abgenommen werden kann, unter welchen Bedingungen jetzt diese Anlage arbeiten darf. Auch für Werbezwecke wird KI eingesetzt, wie hier bei dieser Kampagne für eine Automarke. Kunden können ein Foto ihres alten Autos hochladen und die KI schlägt in Echtzeit ein neues Modell des Herstellers vor. Aber nicht nur das, die KI beweist auch Humor. Wenn man andere Fotos hochlädt, reagiert das System darauf und antwortet dementsprechend. Hinter dieser Idee steckt Michael Katzelberger. Der KI-Experte setzt auch in einer Kampagne für den Antirassismusverein ZARA auf künstliche Intelligenz. Die Idee dahinter war, dass wir versucht haben, Hasspostings zu filtern und in Echtzeit darauf zu reagieren. Das heißt, dass der Hassposter quasi sofort eine Antwort kriegt, die ihn beruhigen sollte. Und dafür haben wir eigene ASMR-Videos produziert. Das sind Videos, die so beruhigenden Charakter haben und einen vernünftigen Text dazu. Der Erfolg gab uns auch recht. Also es gab dann schon sehr viele, die dann aufgrund der überraschenden Antwort das Posting gelöscht haben oder entschärft haben. Für KI gibt es viele unterschiedliche Anwendungsgebiete, die in Zukunft nicht mehr aus unserem Leben wegzudenken sein werden.